Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, das, was ich eigentlich so ein bisschen oder eher selten mache, ich mache eher selten so ein bisschen Werbung für irgendetwas, aber heute muss ich mal so ein bisschen Werbung für ein Event machen. Ich werde da gleich mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich habe hier nichts abgesprochen, ich habe mit niemandem darüber gesprochen, und aber trotzdem hatte ich mir überlegt, ich mache das einfach mal, während wir hier so ein bisschen, also es gibt erstmal so ein bisschen Event-Infos und es gibt auch ein bisschen Clan-Infos, denn der Herausforderer-Clan hier hat sich ja so ein bisschen zum Event-Clan gemausert oder so ein bisschen so zum Halbstamm-Clan. Ich habe heute wieder etliche Leute hier, ja, ich muss einfach mal sagen, rausschmeißen müssen, weil die melden sich nie im Chat. Ich meine, die melden sich jetzt per Instagram. Auch dafür schon mal danke, dass ihr mich dort addet. Aber ihr werdet feststellen, auf Instagram habe ich im Moment meine Stories auf zwei Amseln verlegt. Und deswegen finde ich das natürlich in Ordnung, wenn sich dann Leute melden, hey Toto, wieso hast du mich gekickt? Ja, ich kicke natürlich die Leute, die hier überhaupt keine Aktivität zeigen. Das heißt also, wir warten hier stundenlang auf Rathausangriffe, nicht auf den Spritzer hier. Der Spritzer, der ist absolut in Ordnung, sondern auf kleinere, also auf Rathaus 10, auf Rathaus 9. Und dann wartest du da einen ganzen Tag drauf, noch länger. Und eine Dreiviertelstunde vor Schluss, da schmeiße ich die alle raus, die hier nicht angreifen oder nur einen Angriff gemacht haben, sie aber noch einen machen könnten auf ein anderes Dorf. Und dementsprechend haue ich die hier raus. Da kenne ich keine Freunde oder da habe ich auch keine Freunde. Denn wenn die mich dann auf Instagram entschreiben, also ihr wisst schon, derjenige weiß, wen ich meine. Ja, warum wurde ich gekickt? Hat er auch irgendwo einen Kommentar geschrieben. Genau deswegen. Es kommt einfach nichts. Ja, es kommt nicht. Ich greife gleich noch an. Ich sehe, dass die Leute Eventtruppen am Start haben und ihren zweiten Angriff eine Dreiviertelstunde, ich meine ein Rathaus 9 an Dreiviertelstunde vorm Schluss dieses Clankriegs nicht angreift. Dann habe ich ein bisschen das Gefühl, der macht auch nichts mehr und da kommt auch nicht mehr. Und es kommt auch nichts im Chat. Ja, ich meine, wenn jetzt derjenige geschrieben hätte, ich mache meinen Angriff gleich doch noch, wartet mal oder was auch immer, oder ich mache ihn noch oder ich mache ihn einfach für ein bisschen Bonus, scheißegal, dann bin ich dort auch d'accord, dann bin ich auch nicht der jetzt sagt, ja okay, jetzt hast du 0 Sterne geholt, hast du noch ein bisschen Bonus geholt oder was auch immer, sondern es kommt dann einfach gar nichts und von einigen kam hier einfach 0. Und wenn hier 0 kommt, ich meine, wir sind hier ein Community Clan, wir sind arbeitende Menschen oder zur Schule gehende Leute, die dann auch nicht immer die Zeit haben. Aber ich denke, die Aktivität hier passt im Moment in dem Clan. Und deswegen haue ich die Leute hier raus. Das ist mir wirklich, wirklich, wirklich egal. Aber wir haben den Clankrieg hier gewonnen. Und um so ein bisschen auf den Clankrieg an, ich will nicht auf den Clankrieg hier eingehen, sondern ich will so ein bisschen auf ein Event eingehen. Ganz, ganz unabgesprochen, der Home-Button hier oder der Avatar. Ja, okay. Komm, ich zeige euch mein Dip hier auf den Zehner. Marco hatte hier einen Disconnect auf den Zehner gehabt und dann habe ich den halt mal gemacht. Ist auch nicht so schlimm. Und aber worauf ich hinaus will, ist die Local Clash, also eine lokale oder ein lokales Event hier in Deutschland. Ich war bis auf einer Local Clash bisher auf allen. Also ich war in Köln, ich war in Hamburg. Irgendwo fand noch eine Stadt, da war ich leider nicht. Ich glaube, es war die in München. Aber die nächste Local Clash, kann ich euch sagen, die ist in Dortmund. Ich verlinke euch mal den Link oder zu den Infos im Moment noch zum Itzo-Video. Denn der hat das Ganze gestern schon für euch einmal festgehalten, die Infos. Es gibt auch einen Discord-Server. Es kommt noch ein bisschen mehr. Und ich kann euch aber sagen, da Dortmund für mich jetzt so nah bei ist, da ist es... Da bin ich in jedem Fall dabei. Da könnt ihr schon mal eine 100 dran machen. Ich bin zu 100% auf der Local Clash in Dortmund. Ob als Spieler, ob als Zuschauer, ob als Spender oder einfach nur so. Ich bin in jedem Fall da. Da freue ich mich auch schon drauf, so ein paar Leute da mal wieder zu treffen. Vielleicht auch euch, ich weiß es nicht. Und ich bewerbe das Ganze aber mal, denn dort gibt es natürlich gerade den Discord-Server, ist es sehr, sehr wichtig, die... oder sehr, sehr viel läuft über den Discord, also Spieler suchen Spieler, Clan sucht Spieler und so weiter. Vielleicht sucht ja jemand einen, so wie mich. Das weiß ich auch noch nicht. Ich muss mich da jetzt erstmal noch ein bisschen reinfuchsen, beziehungsweise ich muss da mal ein bisschen tiefer reinschauen, was denn eigentlich gesucht wird, denn ich habe im Moment eigentlich gar nichts.
Ich habe nur ein Rathaus 12 Maxed. Mehr habe ich nicht. Und ich habe also kein 10er Maxed, ich habe kein 11er Maxed, ich habe kein 9er Maxed. 9er findet eh nicht statt. Also das Line-up sind 2 12er, 2 11er, glaube ich, oder ein 11er und 2 10er oder so. Also 5 gegen 5. Und es ist ein No-Dip-Event. Das heißt also, es darf nicht nach unten hin, glaube ich, gedippt werden. Nach oben hin, glaube ich, schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mir das, wie gesagt, auch noch mal ein bisschen genauer anschauen, denn ich habe heute auch nur das Video geschaut, habe auf den Discord gejoint, um schon mal zu checken, um eine Fahrgemeinschaft schon mal zu bilden. Aber ich glaube, wir machen da immer einen netten Familientag raus. Zumindest war es in Hamburg so, wo ich zweimal dann zu Gast war für eine gewisse Zeit auf dem Event bei der Local Clash in Hamburg. Da haben wir halt einen netten Hamburg-Tag als Familie gemacht und wir waren, glaube ich, dann zweimal während dieses gesamten Tages. Das Turnier läuft ja mit dem Endspiel der GML, glaube ich, auch dieses Mal wieder doch sehr, sehr lange bis in den frühen Abend rein. Und letztes Mal war es so, da waren wir, glaube ich, so in der Mitte da, um die Mittagszeit, haben da schon mal ein bisschen reingespickert, dann sind wir nochmal so gegen Ende gekommen. Die GML ist dann auch nicht sowas, was mich, bin ich ganz ehrlich, persönlich so super interessiert. Und zudem Endspiel bin ich dann auch, glaube ich, sind wir dann irgendwie noch zum Essen gewesen oder so. Ich hatte mich ja mit jemandem getroffen aus meiner Community, der uns so ein bisschen durch Hamburg geführt hat. Aber ich kenne Hamburg natürlich auch sehr, sehr gut und Dortmund ist jetzt echt nicht weit weg. Das ist eine gute Autostunde von hier oder so ein Viertel oder anderthalb, je nachdem, wie man durchkommt. Aber ich denke mal, ich komme da ganz, ganz geschmeidig zu euch. Ich habe dann Fahrgemeinschaften angemeldet in meinem Kofferraum und auch auf dem Dach habe ich noch ein bisschen Platz für euch. Aber vielleicht kommt ihr da ja so hin, um mal so ein paar Clasher zu treffen. Dort wird also auch so ein bisschen was aus der Community hier sein, beziehungsweise aus dem Umfeld, was da vielleicht ihr zu heißt oder andere YouTuber. Ja, ich meine, ich will mich jetzt nicht wirklich bewerben, aber ist ja mal eine Sache, wo man sich ein bisschen die Hand geben kann. Ich bin kein Selfie-Mensch, kann ich euch sagen. Ich bin auch kein Instagram-Mensch, ich bin kein Facebook-Mensch, ich bin kein Twitter-Mensch. Das wisst ihr mittlerweile, glaube ich, auch. Aber trotzdem beobachte ich so ein bisschen auch solche sozialen Medien. Und ich muss aber auch sagen, ich finde es unheimlich gut, euren Support hier in der letzten Zeit. Ich hätte es echt nicht gedacht, aber schon mal vorab vielen, vielen Dank für die wirklich tollen Zuschauer auf YouTube. Und auch auf Twitch, dann in den Livestreams. Ihr braucht auch nicht fragen, kommt heute was oder kommt morgen was. Diese ganzen Streams um Ostern, die waren natürlich so ein bisschen, ich hatte mal ein bisschen Zeit und abends dann auch nicht unbedingt irgendwas zu tun. Ich war weder auf irgendeinem Osterfeuer noch bei irgendwelchen Verwandten oder so. Und da konnte ich mir das mal ein bisschen rausnehmen. So ist es eigentlich gewesen, dass wir ein bisschen mehr streamen als normal. Normal habe ich nach wie vor immer noch in Planung den Mittwochabend auf Twitch TV und den Samstag auf YouTube und Twitch. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich am Samstag auch gemerkt habe, ich kann die YouTuber jetzt nicht vom Livestream ganz so weit weglassen. Ich meine, es gibt immer welche, die sagen, ich kenne Twitch nicht, ich mag Twitch nicht oder was auch immer. Und solange es denn geht, mache ich auch auf YouTube meine Streams am Samstag. Aber wenn ihr den Planer auf Twitch seht, ich habe es heute mal auf der mobilen App gecheckt, das funktioniert nicht wirklich. Ich glaube, da seht ihr meinen Planer nicht. Also ich habe im Plan, am Mittwoch immer zu streamen, am Samstag immer zu streamen und auch jetzt am Montag womöglich. Das weiß ich noch nicht. Ich werde das in der nächsten Woche mal probieren, ob das funktioniert. Und so haben wir dann jeden zweiten Tag so ein bisschen auch was auf Twitch TV. Ihr wisst, ich verfolge dort einige Ziele. Ziele, die man verfolgt, die soll man sich verwirklichen oder es zumindest versuchen zu verwirklichen. Und das versuche ich im Moment mit euch und ihr seid mir da echt eine sehr, 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 sehr große Hilfe. Kann ich euch sagen, egal ob ihr dort etwas spendet, ob ihr Bits einwirft, Subscriber werdet oder einfach nur zuschaut und wir ein bisschen Spaß haben mit Clash of Clans, mit ein wenig Spielchen nebenbei, ist auch immer ganz witzig. Ich bin mir da ja auch für nicht zu schade und mache eigentlich bei allen Scheiß mit, sage zu jedem was und ich glaube, also ich hatte so viel Spaß um die Osterfeiertage, muss ich sagen, in den Streams und habe eigentlich jeden Morgen gesagt, ich hätte eigentlich auch noch 2-3 Stunden weitermachen können, denn es hat echt Laune gemacht.
mit euch dort so ein bisschen zu streamen, so ein bisschen zu spielen, ein bisschen zu schnacken vor allen Dingen. Vieles läuft auch über diesen sogenannten Just-Chatting-Weg. Das heißt also, man quatscht sehr, sehr viel, man tauscht sich aus. Auch ich bin ja immer gerne einer. Ah ja, okay, den habe ich mit Toto gemacht, warte mal. Den habe ich auch mit Toto gemacht. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wer der Bessere war. Ich glaube, die 20 hier war der Bessere. Denn ich habe die NGC mal wieder beschimpft. Also in der Clan-Beschreibung habe ich mal wieder geschrieben, NGs lol. Und die waren auch echt lol hier. Aber egal. Ich mag sie nach wie vor nicht. Ich habe keinen. Und haben ja auch schon mal welche gefragt, ob der Toto denn so NGs mag. Aber naja, ich mag sie nicht wirklich. Ich will ja zurück auf die Events. Ende Mai haben wir übrigens auch noch ein fettes Event. Also die Local Clash findet ja am 18. Mai, glaube ich, statt. Das müsste ein Samstag sein. Warte mal, 18. Mai. 12. Mai ist ein Samstag. 6 Tage später, ich glaube, es ist ein Samstag. Warte mal, ich gucke mal gerade nach. Der 18. Mai ist ein... Hallo Kalender, Mai. Ja, ist ein Samstag. Ich muss jetzt gerade echt den Kalender gucken. Ist ein Samstag und ich bin, wie gesagt, zu 100% dabei. Egal wie, egal mit was, ob als Spieler. Ich werde jetzt mal schauen. In den nächsten 1, 2, 3 Tagen werde ich mich vielleicht bewerben. Vielleicht möchte ja mich jemals als Rathaus 12 dabei haben. Wer denn noch sucht, ich bin nicht wirklich ein gutes Rathaus 12, das wisst ihr selber. Ich kann so ein bisschen casual spielen, ich kann sicherlich irgendwo so irgendwie die 2 Sterne rausmogeln, aber ich bin jetzt nicht so der 3 Sterne Superkämpfer oder was auch immer. Dafür spiele ich das Ganze ein bisschen zu casual mit vielen Accounts und bin auch nicht so derjenige, der ja hier immer für euch so ein bisschen so, das wundert mich so ein bisschen. Ich hau euch keine Taktiks um die Ohren. Ich hau euch nie Base Reviews um die Ohren. Ich hau euch nie irgendwelche super, super, super Armies hier um die Ohren. Und trotzdem schaut ihr meine Videos. Das finde ich sehr, sehr nett. Ich bin ganz, ganz normaler Clasher. So wie ihr auch. Das merkt ihr auch so ein bisschen im Discord. Ein bisschen, glaube ich, aus meinen Kommentaren raus. Und das finde ich sehr, sehr stark. Und auch wenn ihr übrigens sowas schreibt hier, wie derjenige hier, ich feiere dich gerade, ich feiere euch gerade. Danke, 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 ich feiere euch wirklich gerade. Denn ich weiß überhaupt nicht, wo ihr alle so herkommt, warum plötzlich ich so viele tolle neue Abonnenten dazu gewonnen habe. Viele, viele Video-Views, ich beobachte das alles, ihr könnt mir das glauben, auch wenn ich das manchmal nicht so preisgebe, aber jeder beobachtet so ein bisschen so seine Szene und wenn ich sehe, Mensch, da ist irgendwas, aber ich weiß gar nicht, woher es kommt. Ich habe ja so gut wie nichts an meinem Channel verändert. Ich meine, wir machen unsere Tagesvideos hier auf YouTube. Wir machen dann mittwochs einen Stream auf Twitch, machen das am Samstag auf YouTube und auf Twitch. Dann weiß ich manchmal nicht, warum ist das so. Ich freue mich natürlich, dass euch gefällt. Und ihr merkt ja auch, dass mir einiges gefällt. Ich habe ein paar Hosts rausgehauen, auch jetzt am Montag auf Twitch einem etwas, ich nenne es einfach mal so, das ist überhaupt nicht abwertend oder so, einen etwas kleineren Streamer und der hat sich darüber auch gefreut und ich habe mich auch darüber gefreut, dass er sich gefreut hat und dass ihr weiterhin Clash of Clans schauen sollt oder schauen konntet und deswegen verweise ich auch immer auf so Channel wie auf den Channel von Itzo, wo es immer die tollsten oder nicht die tollsten, aber wirklich die coolen Taktiken gibt. Ich versuche sie mal ein bisschen nachzumachen oder runterzubrechen auch auf meine Accounts. Ist dann nicht immer ganz einfach, aber dennoch ist das Ganze absolut unabgesprochen hier, was ich heute hier bewerbe, nämlich das Event Local Clash in Dortmund am 18.05. Also wenn ihr als Zuschauer dabei seid, auch als Zuschauer kann ich euch das Ganze nur empfehlen, denn ich war in den letzten beiden Jahren oder ich war zumindest in Hamburg als Zuschauer dabei und muss sagen, eigentlich hat so ein Event viel, viel mehr Zuschauer verdient, als dass die da waren. Ich meine, okay, das ist ein Samstag, du musst dir Zeit nehmen, das ist ein Turnier, die Leute haben da auch was zu tun, das sehe ich alles ein, aber es ist auch ganz, ganz chillig so rundherum. Dieses Gesamtgefüge dort fand ich auch in Hamburg sehr, 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 sehr schick. Ich musste ja ein bisschen auf meine Familie hören, was die ein bisschen wollte. Die hat natürlich gesagt, Thorsten, wir können jetzt nicht 7 Stunden auf diesem Event abhängen. Ich hätte es ja gemacht. Aber dennoch glaube ich, ist das vielleicht was für euch.
Wenn ihr jüngere Zuschauer seid, fahrt vielleicht nach Dortmund für ein, zwei Stunden, guckt euch das Ganze einfach mal an vor Ort, dann seht ihr auch mal ein bisschen Kameras, ihr seht tolle Spieler, ihr seht ein paar YouTuber, ihr seht halt Clash of Clans, das ist ja das Wichtige, und ihr seht, dass die Leute Spaß haben. Ich habe heute Abend auch schon gesehen, dass einige geschrieben haben, ah, ich bin ja gar nicht so gut und so weiter, aber viele haben dann auch gleich ein Kontra gegeben, der Spaß steht dort auch im Vordergrund. Es ist ein Turnier, es wird sicherlich was geben, aber der Spaß steht im Vordergrund. Der Spaß steht übrigens auch bei meinem Rathaus 11 hier im Vordergrund. Das beantwortet vielleicht auch schon die Frage, welches Rathaus spielst du zurzeit am liebsten? Ja, ich spiele im Moment tatsächlich den Avatar am liebsten. Das Rathaus 11 hier ist mir ganz, ganz nahe gekommen, muss ich sagen. Denn es geht so schnell hier voran und ich muss noch so viel tun. Wir haben noch richtig Spaß in dieser Woche. Das kann ich euch versprechen in den Tagesvideos, denn ich will nichts spoilern, aber wir haben zu zweit ein bisschen Spaß hier. Ich will da ein bisschen später aufkommen, aber im Moment bin ich hier mit dem Avatar super zugange. Wir haben ja jetzt den letzten Klankrieg mal wieder, oder nicht mal wieder, sondern wir haben ihn wieder gewonnen. Und ich bin hier jetzt in einer Pause, denn manchmal bin ich auch in einer Zwickmühle. Was machst du jetzt eigentlich als erstes? Ich kann dir jetzt einen Helden leveln. Eigentlich soll der King hier ein Level hoch auf Level 45 wäre es dann, ja. Meine Queen ist ja schon 45, oder mache ich den Warden? Auf was kann man eigentlich verzichten? Auf was kann man verzichten hier, wenn man so ein bisschen weiter farmt? Eher auf den King oder eher auf den Warden? Ich weiß es nicht. Erstmal muss ich mir hier ein fettes Buch kaufen, mache ich immer. Heldenbuch für 500 Leute kann ich euch nur an den Tag legen. Nehme ich immer mit, auch wenn ich jetzt nur noch 7.951 Juwelen habe. Ich habe mir das immer noch nicht abgeholt. Ich habe noch zwei Tage Zeit. Da sind ja noch immerhin 120, 200, 250 Juwelen drin. Kann man sich dann auch wieder mitnehmen. Mal schauen. Dann hat der schon mal nur noch 250 gekostet. Aber ich denke mal, wir behalten den Warden hier im Rennen und beenden den King. Das heißt also, wir lassen den King liegen. Das heißt, wir machen den Warden hier auf die nächste Stufe mit dem Heldenbuch und nehmen den King hier zum Leveln. 5 Tage 14 Stunden ist auch nicht wirklich lange. Durch den Pass, also durch den goldenen Pass, hier kommt das natürlich, weil ich natürlich hier immer noch die nächsten 7 Tage hier Bilderboost habe, Research Boost, Training Boost, ja, der Training Boost ist dann, ich weiß gar nicht, Bilderboost, ist das der Bilderboost? Doch, das müsste der Bilderboost sein, der es mir ermöglicht, dass der King nicht ganz so lange läuft. Und deswegen ist das schon eine ziemlich coole Sache. Mein nächster Bilder ist in 15 Stunden fertig. Ich habe 9 Millionen, also auch da geht sicherlich wieder ein bisschen was. Mal sehen, eine oder andere Mauer oder hier unten. Na, im Labor geht jetzt nichts, aber auch das Ding ist wieder so voll. Ihr seht das hier, man kommt unheimlich toll zurecht. Ich komme mit den Helden ganz gut klar. Und deswegen ist im Moment mein Rathaus 11 mein liebstes Dorf. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz nett gefallen. Auch wenn wir jetzt ganz, ganz wenig Clash gemacht haben. Wir haben halt mal ein bisschen mehr über das Event oder über ein Event gesprochen, etwas mehr über den Clan gesprochen. Und ich freue mich in jedem Fall. Ich werde das Ganze noch so ein bisschen anders mal hier verpacken in der nächsten Zeit. Aber ich hoffe, dass wir uns vielleicht in Dortmund treffen. Es würde mich fürchterlich freuen, wenn ich einige von meinen Zuschauern da einfach mal treffe und wir mal ein bisschen schnacken können, so von Auge zu Auge. Und bis dahin, euer Toto. Clasht.